Kommen wir zurück zur Let's Play Segment Set zu 3, immer noch auf den Minusfeldern. Dann hätte ich jetzt auch offscreen zurückgehen können. Oh je, ich glaube, ich habe mich gerade verschluckt. Also ich bin kurz davor. Moment bitte. Gut, ich glaube, jetzt muss ich nicht gleich einen Hustenanfall nachgeben. Ich wusste, dieses Loch stimmt. Was hier ständig in irgendwelche Löcher. Norden? Was Norden? Ich glaube, es war Norden. Das sind süße, süße Fledermäuse. Fand ich besser als die Noppenzungen. Bin froh, dass ich keine Hahnvögel mehr zu sehen bekam in der Höhle dann selbst. Die Hahnvögel sind das Schlimmste. Ich glaube, von denen gibt es irgendwo eine stärkere Variante. Da wird's wieder ätzend. Aber eine Truhe, aber egal. Okay. Wir lassen uns mal zurückschießen. Na, hopp. Denn wir wollen ja zu einem Strand. Auf geht's. Schießt du uns doch mal hin? Ja, Maya. Och, wie man sieht, braucht das Schießpulver jetzt überhaupt nicht mehr. Das hätte ich eigentlich auch einfach Bon Voyage abgeben können und fertig. Aber naja, das nimmt das Spiel mal wieder nicht so genau und lässt uns das für den Rest unseres Lebens herumschleppen. Da ist der Strand, zu dem wir wollen. Ich will dann aber erstmal zurück nach Palo zum Windkorridor, denn ich kann jetzt den Klassenwechsel machen. Aber wo war das Ganze nochmal? Da muss ich jetzt mal aufpassen. Weil die Weltkarte habe ich jetzt echt nicht mehr im Kopf. Gut, wir rufen jetzt erstmal die Schildkröte und dazu müssen wir zum Strand. Übrigens hat die Schildkröte eine Schwimmbrille aufgehabt, das ist doch irgendwie sinnlos. Ich meine, Meeresschildkröten, die brauchen keine Schwimmbrillen. Okay, das ist halt ein witziges und süßes Stilmittel. Ich trinke gerade mal einen Schluck, Moment. Gut, jetzt rufen wir die Schildkröte. Der Flöte. Na, die wurde ja stilvoll gedreht. Woher kennen wir die Melodie, mit der wir ihn rufen? Oder haben wir die uns einfach ausgedacht? Schildkröte hat auch eine Flagge auf dem Rücken, damit man sie besser sieht. Und der Panzer sieht aus, als ob er ein Rucksack wäre. So, wir gehen nochmal die Steuerung. Okay, drehen und nach vorne. Ja, okay, wenn ich jetzt noch wüsste, wo Rolante wäre, das wäre nett. Was ist das für eine Gegend? Das gucke ich mir an. Oder war das mal, ja? Hm? Eine Straße blockiert den Weg. Ich finde es hier unheimlich, dass wir woanders hingehen. Ja, ist gut. Ich glaube, ganz in der Nähe der Vulkaninsel, oder? Ja, komm hier, Schildkröte. Hast du nicht so viel Zeit? Ich glaube, wir müssen hier später hin. Also, wo war's? Oben sieht man ja die... Wo genau bin ich jetzt eigentlich? Ich werde mal um den Kontinent herumschwimmen. Da unten ist die Vulkaninsel. Ja, durch da sind wir mit dem Schiff lang. Da ist das Feld des ewigen Eises, wo wir dann auch hinwollen. Das würde ich nämlich gerne als erstes machen. Kann sich nämlich von den ersten beiden den letzten verbliebenen Mana-Steinen einen aussuchen. Entweder Eis oder Feuer. Gut. Das hier sieht eigentlich recht vielversprechend aus. Da ist eine Stadt, aber kein Strand. Da ist ein Königreich. Wo ist denn am Lang? Aber hier, Palo. Wenn ich es nicht finde, muss ich echt zurück nach Maya gehen. Kein Strand. Jetzt bin ich schon ganz in der Nähe der Wüste. Das ist nicht richtig. Diese kleinen Inseln sind, glaube ich, sind die überhaupt wichtig oder sind die einfach nur so da? Also hier war die Vulkaninsel. Da müssen wir, glaube ich, auch erst später hin. Es wird gerade Nacht. Also hier ist die Vulkaninsel. Das sieht man deutlich. Das war der Vulkan. Da können wir jetzt nicht mehr drauf. Wo
Reicht mir aber auch nicht mehr. Will ich auch gar nicht mehr. Da oben ist es auch nicht. Das muss irgendwo auf diesem Kontinent sein. Ich bin immer orientierungslos bei sowas. Ich suche einfach mal den nächstbesten Strand. Ich sehe keinen Strand. Toll. Ich will unbedingt noch den Klassenwechsel machen. Ich glaube, ich soll wirklich zurück nach Maya gehen. Und von dort einfach zu Fuß. Hier ist eine Hafenstadt. Und ein Strand. Und auch viele Berge. Das könnte vielversprechend sein. Das könnte es sein. Werden wir gleich sehen. Wo wir hier sind. Ja, Maya, okay. Gut, ich gehe einfach zu Fuß über die Goldene Straße. Ich nehme das Schiff nach Pado, also das ist jetzt am einfachsten. Weiß ich auch wieder, wo es lang geht. Da kann ich mir die Weltkarte nochmal verdeutlichen. Und den Gegner laufen wir jetzt einfach das Ziel vorbei. Machen den schönen Moonwalk. Ja, viel zu erzählen gibt es auf dem Weg eigentlich nicht. Über den Klassenwechsel könnte ich was erzählen auf dem Weg. Also es gibt zwei von denen, das habe ich schon mal erwähnt. Den ersten auf Level 18 machen wir jetzt. Zwar kann man sich dafür einen von zwei entscheiden. Eine Lichtseite und eine dunkle Seite. Ich will jetzt aber die Charaktere in die Lichtseite entwickeln. Das sind dann halt meistens eher so Sachen wie Unterstützung zum Teilmagie. Und sieht halt alles ein bisschen edler aus. Während die dunkle Seite halt eher so fiese Sachen sind. Das sind dann viele Schadenszauber und auch eher Debuff-Magie. Und es wirkt halt alles etwas fieser, auch nur Spezialattacken. Wie gesagt, ich hätte auch gerne Lichtmagie, auch weil ich dann, glaube ich, Heilzauber bekomme bei den Charakteren, die ich gewählt habe und Unterstützungszauber. Die hätte ich gerne und ich finde ich sehr, sehr praktisch. Na, super, jetzt werde ich nochmal von einem Pfeil, der null Schaden macht. Also dafür kriegst du aber einen Schlag ins Gesicht. Hey, die hat mich auch nochmal ins Gesicht geschlagen. Was soll der Mist? Gut. Wir sind gleich da. Wo kam der denn jetzt her? Oh, da oben. Muss ich mir aber echt mal angucken, wo das eigentlich war. So weit kann das auch gar nicht weg gewesen sein. Diese anderen Kontinente, die braucht man nämlich fürs Ende des Spiels. Eigentlich findet sonst alles auf diesen großen Stadt. Nicht auf diesen kleinen. So. Sei bitte nicht wieder das Geisterschiff, obwohl das ist in Palo losgefahren. Nach Palo. Ja, 150 Luke haben wir noch übrig. Jetzt passe ich aber mal genau auf. Zeig mir schon die Karte. So, wo fährt er denn hin? An der Vulkaninsel vorbei. Da unten lang. Ach, da war das. Oh, so weit weg hatte ich es echt nicht in Erinnerung. Das Schiff immer so kurz gefahren ist. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass es ja eine runde Welt ist. Gut, jetzt weiß ich aber, wo es ist. Gut, ab in den Windkorridor. Heilung. Nee, wir wollen mit niemandem von euch reden. Wir wollen nicht wieder aufs Geisterschiff vor allem. So, Wege vom Himmel. Zum Himmel, nicht vom Himmel. Vom Himmel wäre es, wenn wir von oben kommen würden, aber wir kommen ja von unten. Ab in den Windkorridor. Die Gegner sind jetzt mal egal. Ich hab gesagt, die sind egal. Könnt ihr weitermachen mit dem Klassenwechsel. Also über den ersten habe ich jetzt erzählt. Den zweiten gibt es ja auch erst auf Level 38. Den kriegen wir erst im Endgame zu sehen. Da gibt es dann aber auch wieder zwei verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Und zwar bei beiden, also bei der Lichtseite und der hellen Seite. Ich kann dann zum Beispiel, also es gibt dann Licht-Licht und Licht-Dunkel oder man kann auch Dunkel-Licht machen. Also es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten. Da lohnt sich echt, mehrmals verschiedene Charaktere zu spielen und auch mal dieselben. Die unterscheiden sich dann echt voneinander. Ich habe eigentlich vor, die Licht-Licht-Variante zu machen. Man muss erst die Items finden, bevor man den zweiten Klassenwechsel machen kann. Die gibt es halt erst im Endgame. Man kann schon vorher Level 38 sein, das ist gar kein Problem.
Aber die Items gibt man erst wirklich ab einem bestimmten Teil von Story-Fortschritt. Da hat das Spiel sich wohl schon seinen Teil gedacht, weil den ist man dann echt mächtig. Man sollte sie aber auch wirklich benutzen. Um dann das Endgame besser durchspielen zu können. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die dieses Spiel völlig ohne Klassenwechsel durchgespielt haben. Und auch die Gegner, die jetzt kommen, die sind um einiges stärker. Also ohne Klassenwechsel gehe ich da eigentlich nicht hin. Gut, wir müssen jetzt wieder nochmal die blöden Windrätsel machen, aber das ist ja kein Problem. Ich konnte irgendwann mal diesen Weg durch den Windkorridor völlig auswendig. Modus Ritter ist auch keine Gefahr mehr, den man uns so oft verdroschen hat. So. Da ist ja noch einer da. Yay, nein. Das war falsch. Wieso ist der Gegner wieder da? Ich hab hier doch eben alles fertig gemacht. Scheint nicht. Was soll's. Was ist eigentlich nochmal der Klassenwechsel von den Charakteren, die ich hier jetzt gerade benutze? Also ich glaube, Kevin wird ein Mönch, Doran ein Ritter und Lisi eine Walküre oder sowas. Das werden wir gleich sehen. Ich will jetzt nicht extra im Status nachsehen. Runter. Wahrscheinlich muss ich es in der nächsten Part verfrachten, den Klassenwechsel, schöner Cliffhanger. Ich würde jetzt extra noch ein bisschen auf den Gegner aufgehangen. Jetzt kommt, glaube ich, der große Windraum. Der war erst hier. Nein. Da musste man hin. Und dann musste man den Knopf da oben drücken. Und dann den Knopf da unten. War nett, dass man sich den Knopf zum Drücken aussuchen darf. Jetzt bin ich hier mal ein Spiel, wo man erstmal rausfinden muss, welchen verdammten Knopf man drücken muss. Okay, jetzt haben wir es gleich. Gleich bei Mana-Stein, denn wir müssen ja bei Mana-Stein den Klassenwechsel machen. Ja, ja, hab ich's. Erledigt. Gleich sind wir da. Ich glaube, das habe ich doch noch. Innerhalb des Parts. So, fangen wir mit Kevin an. Ja, versuche deine Stufe zu verändern. Schließ die Augen und konzentriere dich. Auf geht's. So, ja, wir wollen ein Mönch werden, kein Schläger, auch wenn wir hier gerade Glitches haben bei den Ös. So. Och, was schönes Regenbogenlicht. Eigentlich dürfte ich jetzt meine Farbe verändern. Lila. Ich bin lila geworden. Ein Ringer? Ich war doch ein Kämpfer. So, gut. Nächster. Duran, bitte. Ja, auf geht's, Duran. Ob der auch lila wird? So, er soll ein Ritter werden. Ach, Gladiator wäre das andere gewesen. Und zeig mir deine schöne neue Farbe. Och, das geht sogar. Sieht irgendwie aus wie eine Mega Man-Farbe. Das Türkis ist cool. So, und zu was wird Lisi werden? Jawohl. Los, konzentriere dich. So, zur Walküre, nicht zur roten Jungfrau. Wie gesagt, ich will die Lichtstufen haben. Das ist immer die obere. Und grün. Irgendwie passt die farblich jetzt zu Duran. Ich passe nicht rein. Ist ja klar. Ich muss so lila sein. Okay. Nach dem Klassenwechsel ist der Part beendet. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Part.